derselbe erotische, schönheitsdurstige Geist, der durch die Werke des Meisters geht, waltet in allen Bildern. Man kann ein Buch, das ihm gewidmet ist, nicht schließen, ohne dieses faszinierenden Einflusses zu gedenken, den er auf sein ganzes Zeitalter ausübte. Da sind zunächst die Porträts. Jede Epoche bevorzugt gewisse Köpfe. Im Beginne des Quattrocento waren Bildnisse von jungen Mädchen und Jünglingen selten, denn die Maler wollten damals, nachdem man vorher nur das Typische gekannt, in möglichst grausem Detail, in Runzeln, Schwielen und Falten schwelgen. So waren Greisen- und Matronenköpfe mit alter, schrumpfliger Haut beliebt. Das Streben des Cinquecento ging auf das Majestätische, Würdevolle. So kommen in den Bildern junge Leute ebenso selten wie hinfällige Greise vor. Fast nur reife, voll entfaltete Frauen oder Männer in der Vollkraft der Jahre werden dargestellt. Man lässt sich in dem Lebensalter malen, das am meisten den Eindruck der gravita riposata, des Würde und Machtvollen gibt. Die Barockmeister wieder, die so viele Bilder verwitterter alter Einsiedler zu malen hatten, fühlten auch als Bildnismaler sich am wohlsten, wenn es durchgearbeitete Köpfe, vom Leben gestählte, vom Leben gefestete Menschen zu schildern galt. Am Greis, am Manne von 50 Jahren, erprobten sie am liebsten die Kenntnisse, die sie bei ihren Eremitenbildern sich erworben hatten. Das 18. Jahrhundert dagegen war eine weibliche Zeit. Die Frau war die Achse, um die die Welt sich drehte.